Hallo Leute, ich melde mich mal wieder mit einem Thema und zwar ein aktuelles Thema. Wir sind in der Vorweihnachtszeit angekommen. Weihnachtsmärkte machen überall schon richtig Geld und die Frage ist, sollen wir als Christen eigentlich Weihnachten feiern oder wie soll man das Ganze als Christ handhaben? Ja, manche werden sich fragen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, so eine Frage zu stellen? In vielen Gemeinden ist ja Weihnachten, das Hauptfest des Jahres. Viele bereiten sich riesenmäßig darauf vor, mit Chor und schön geschmückt und Kleidern und gutem Essen. Wie sollen wir uns zu diesem Thema verhalten? Es ist so, manche Menschen weisen darauf hin, dass früher zum Beispiel an Weihnachten ein heidnisches Fest gefeiert worden ist. Oder an Ostern, wo wir die Auferstehung feiern, dass da irgendwelche heidnischen Rituale gemacht worden sind. Und deswegen sind sie der Meinung, sollten wir Weihnachten nicht feiern oder auch Ostern nicht feiern. Ich möchte mal einfach dazu Stellung nehmen. Zum einen ist es vollkommen richtig, was diese Leute auch sagen. Man kann nicht behaupten, dass Jesus an Weihnachten geboren ist. Das Geburtsdatum von Jesus wissen wir nicht. Es gibt auch manche im Christentum, die den Geburtstag an einem anderen Datum feiern, zum Beispiel die Orthodoxen. Aber wir haben tatsächlich in der Bibel kein Datum. Es ist auch nicht wichtig zu wissen, wann Jesus geboren ist, sondern dass er geboren ist und unter welchen Umständen. Und das ist extrem wichtig, dass die Menschheit erfährt, Gott war in Jesus Christus, Gott wurde Mensch und er lag da in einer Krippe. Und auch die Auferstehung extremst wichtig. Jetzt ist es ja so, wir als Verkündiger, wir überlegen uns auch immer nicht nur, was ist die Wahrheit der Botschaft, sondern was ist auch der richtige Moment oder der günstigste Moment, eine Botschaft zu verkündigen. Man muss ja die Eisen schmieden, solange sie heiß sind. Also, das ist auch mal eine Frage, wann soll man denn was predigen? Und da ist mir ein Aspekt ganz wichtig geworden. Schaut, im Psalm 19 zum Beispiel steht, dass die gesamte Schöpfung die Herrlichkeit Gottes verkündigt. Gott hat, bevor er diese Welt erschuf, sich genau überlegt, wie er sie denn schafft, weil er vorhergesehen hat, dass wir Menschen verloren gehen und dass er in Jesus Christus auf diese Welt kommen wird. Und um sich dann erklären zu können, um gewisse Beispiele, Vergleiche zu haben, hat Gott schon dafür gesorgt und die Welt so geschaffen, dass er genügend Anschauungsobjekte hat oder Beispiele, Vergleiche, Gleichnisse und so weiter. So kann Jesus zum Beispiel sprechen von der Saat und der Ernte oder dem Fruchtbringen. Das sind ja Bilder aus der Landwirtschaft. Aber auch das Thema Finsternis und Licht zum Beispiel, dass wir in der Finsternis leben und dass Jesus als das Licht der Welt gekommen ist. Das verkündigt ja die Schöpfung. Es ist so, wir hier im Norden von Skandinavien, ich bin ja hier in Schweden, wir erleben das ja noch viel extremer. Hier ist ja um die Weihnachtszeit ist es am dunkelsten. Und ganz oben im Norden, da habe ich eine Zeit lang gelebt, da geht die Sonne gar nicht mehr auf im Dezember und Januar. Aber gerade an Weihnachten ist die dunkelste Zeit. Und das Gegenteil dann im Juni, so um 21. Juni herum, da ist dann die Sonne am höchsten, da geht die Sonne gar nicht mehr unter. Und es ist ja interessant, denn wenn ich frei wählen kann, welche biblische Wahrheit ich denn in Harmonie mit Gottes Schöpfung verkündige, dann ist es ja auffällig, da passt es doch genau, um die Weihnachtszeit zu verkündigen, dass das Licht in diese Finsternis gekommen ist. Besser geht's gar nicht. Auch am hellsten Tag des Jahres, da haben früher wohl irgendwelche Leute was gefeiert und das haben sie dann Midsommer genannt, weil es mitten im Sommer ist. Da passt das ja am idealsten, weil da die Sonne am höchsten steht, Jesus als das Licht der Welt zu verkündigen und zwar am Kreuz. Da, wo die Offenbarung von Gottes Liebe, wo dieses Licht seiner Heiligkeit am höchsten, am stärksten strahlt. Also wenn ich die Wahl habe, welche Wahrheit ich in Harmonie mit Gottes Schöpfung zu verkündigen
Und nochmal, die Schöpfung verkündigt selber auch. Es ist eine Steilvorlage, die man hier ergreift. Dann würde ich genau an Weihnachten die Geburt Jesu verkündigen und genau da, wo früher Midsommer gefeiert wurde, das Kreuz hinstellen. Also das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Aspekt. Die Frage ist ja, wie ging denn Paulus zum Beispiel mit diesem Thema um? Und ich möchte euch da etwas vorlesen aus der Apostelgeschichte 17. Da haben wir einen interessanten Punkt. Weil wenn wir uns fragen, wie sollen wir verkündigen, wie sollen wir mit diesen heidnischen Festen umgehen? Sollen wir sie meiden? Sollen wir es zulassen, dass Satan gewisse Tage blockiert hat, an denen wir nicht predigen? Wieso? Ich würde sagen, erst recht. Guckt einmal, Paulus, der meidet nicht den Areopag in Athen, wo die ganzen Götzen aufgestellt waren, sondern er geht direkt hin. Und guckt in Apostelgeschichte 17, Vers 16, und da können wir sehen, wie die Apostel mit diesen Themen umgegangen sind. Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf ein paar Leute wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Also, Leute, nicht vergessen, Paulus hat ja sehr viel geschrieben auch zu diesem Thema. Er hat geschrieben zum Beispiel, dass hinter den ganzen Religionen, die verehrt werden, die ganzen Götzen, stehen Dämonen. Es gibt keine anderen Götter außer diesem einen Gott, den wir kennen und den wir anbeten. Und natürlich, die Bibel ist klipp und klar, schon im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wir sollen an den Götzen, Ritualen nicht teilnehmen. Das heißt, wir sollen nicht an den Opferungen teilnehmen oder an den Anbetungen dieser Götzen. Natürlich ergrimmt der Geist von Paulus, als er das sieht, weil es ihm wehtut, es tut ihm leid, dass Menschen so verführt sind und irgendwelche Götzen anbeten, statt den einen wahren Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Aber wie geht er jetzt damit um? Sagt er jetzt, boah, das ist alles Götzendienst, das ist alles gefährlich, nichts hier weg hier, lass uns abhauen oder lass uns hier bloß nichts machen. Guckt in Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, und jetzt pass auf, das ist krass hier, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Leute, das ist doch krass, oder? Also, da könnte man sagen, Paulus, halt mal. Ey, du hast doch so hammerhart und scharf geschrieben, ja, bloß kein Götzendienst, schwarz-weiß, ja, was hat der Tempel Gottes zu tun, ja, mit Belial und zieht dich dann gleich ein Joch mit den Ungläubigen und ja, was machst du jetzt dort auf dem Götzenplatz und wie redest du mit diesen Menschen? Also, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid, ja, also, ja, aber da seht ihr, Leute, es braucht Weisheit, selbst wenn man im Geist ergrimmt. Es braucht Weisheit, Respekt, Achtung vor den Menschen, wenn man sie erreichen will. Wie soll man mit diesen Menschen reden? Ja, das kann man hier lernen und sie hören ihm zu. Er sagt nicht, oh, alles dämonisch, alles schlecht, boah. Und, ja, da sind sie noch nicht. Das kann er machen, wenn sie dann Jesus erkannt haben. Ja, auch da heißt es, erst dann in der Apostelgeschichte haben sie ihre Hexenbücher und Zauberbücher weggeschmissen. Ein Mensch muss erst zum Glauben kommen. Wir sehen also, wie Paulus mit diesem Thema umgeht. Wisst ihr, ich denke mal einfach in die Richtung. Es gab früher heidnische Religionen, hier im Norden, auch in Deutschland, germanische Kulte und so weiter. Und ist das nicht toll, dass von denen eigentlich überhaupt nichts mehr praktiziert wird? Auf jeden Fall nicht in der Öffentlichkeit. Die sind weg. Frag doch hier mal einen Schweden über die früheren heidnischen Kulte. Frag doch mal einen modernen Schweden, ob der weiß, was an Midsommar praktiziert worden ist.
Ich denke, die meisten, die wissen das nicht mal. Das ist doch alles längst Vergangenheit. Ist das nicht fantastisch, dass das Evangelium damals einen Sieg errungen hat? Und ist das nicht genial, dass die Leute, genau wie ich es vorher gesagt habe, an den Tagen, wo man irgendwelche anderen Götzen verehrt hat, dass man genau an den Tagen jetzt Jesus Christus ins Zentrum stellt? Ist das nicht ein Sieg des Lichtes über die Finsternis? Ich finde das wunderbar. Ich hätte das nicht anders gemacht. Genau in der Weihnachtszeit passt es dahin, ja, dass Gott auf diese Mensch, auf diese Welt kam und Mensch wurde. Genau an Midsommar passt das Licht der Welt. Und Ostern ist doch genial. Davor ist Frost auf jeden Fall. Hier noch Eiszeit, alles tot, alles kalt. Und gerade dann, wenn alles zum Leben wieder erwacht, über die Auferstehung zu sprechen, das ist doch genial, die Verkündigung gesetzt. Deswegen, ich verstehe das Problem nicht. Da sagen Leute, ja, Heidenfeste, Heidenfeste. Leute, ich feiere doch kein Heidenfest. Ich beteilige mich doch nicht an Ritualen. Ich bete doch nicht zu irgendwelchen Götzen. Sondern ich verkündige Jesus Christus. Wo ist das Problem? Könnt ihr da nicht differenzieren? Mir scheint, da können manche, die sich so aufregen und so echauffieren, die können nicht differenzieren zwischen einem Christen, der Jesus verkündigt, und einem Heiden, der Götzenopfer darbringt. Mir haben Leute Vorwürfe gemacht, ich würde Götzendienst betreiben, weil ich an Weihnachten Jesus Christus feiere. Leute, kapiere ich hinten und vorne nicht. Lasst uns mal Korinth lesen, was Paulus da sagt. Weil da haben wir ein Thema, das vielleicht parallel geht. Und zwar dieses Thema mit dem Götzenopfer. Ja? Ist ja ein Teil von diesen heidischen Religionen. Götzenopfer. Wie soll man damit umgehen? Guckt, was Paulus sagt. Weil manche haben sich damals ein Gewissen gemacht. Das war nämlich so, in den Tempeln, die es damals gab, von den Heiden, wurden Opfer dargebracht. Und dann haben die auch Fleisch geopfert, diesen Götzen. Und weil die Götzen natürlich nichts können und nichts sind, auch keinen Hunger haben, war das Fleisch natürlich übrig. So, und dann haben sie es auf den Markt gebracht und haben es verkauft. Und jetzt gab es natürlich ein paar Leute, die, so ist die Definition der Bibel, ein schwaches Gewissen haben. Das sind nicht die, die ein starkes Gewissen haben, sondern die ein schwaches Gewissen haben. Die haben dann gewusst, oh, da hinten an dem Stand könnte es Fleisch geben, das den Götzen geweiht war. Oh, bloß nicht essen, vielleicht könnten wir uns da irgendwie anstecken oder okkult belasten oder irgendein Dämon könnte überspringen. Solche Gedanken hatten die. Paulus hatte ein starkes Gewissen und er sagt Folgendes. In 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, also menschengemachte Namen gibt es ja viele, aber sie sind nicht real, sie sind ein Fake, sie sind null und nichtig. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen. Und da siehst du, für Paulus, es interessiert ihn überhaupt nicht. Er sagt, hey, die beten dort Götzen an, ja, das ist dämonisch, weil Dämonen verführen sie, das zu tun, damit sie verirrt sind, verwirrt sind und nicht zurückkommen in Harmonie mit Gott. Aber was macht das mit der Qualität des Fleisches? Das interessiert ihn überhaupt nicht. Guck mal, um es nochmal schärfer zu sagen. Genauso auch in 1. Korinther 10, ab Vers 25, da sagt das klipp und klar, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Und dann sagt er noch in Vers 29, denn warum sollte meine Freiheit
von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden. Paulus sagt, ich mache mir da keinen Stress. Für mir schmeckt der Braten und der Burger genauso gut mit dem Fleisch. Ja? Paulus achtet ganz einfach auf die Qualität und nicht, wem es geopfert ist. Da sagt er, forscht nicht nach, um des Gewissens willen. Das ist ein guter Rat, vielleicht sogar ein Befehl. Und jetzt überleg einmal, ist das nicht auch ein Gebot, also ein Rat, ein Befehl? Um des Gewissens willen soll man nicht nachforschen. Aber was machen manche Christen? Sie forschen nach. Jetzt die Frage, woher wissen Sie denn, dass da anscheinend an Weihnachten irgendwelche heidnische Feste waren? Woher wissen Sie das denn, dass an Ostern anscheinend irgendwas war? Ich sag dir mal eines, würdest du weiter nachforschen, würdest du feststellen, dass an jedem anderen Tag des Jahres auf irgendeinem Teil der Welt auch irgendetwas war. Na und? Woher weiß man das? Weil man nachforscht, weil man dem Rat, den Paulus gibt, beziehungsweise, wenn man es als Befehl nimmt, nicht gehorcht. Man forscht nach und dann kommen die Leute und sagen, boah, Cornelius, weißt du nicht, ich werde dir erzählen. Dann sage ich, nein, halt einmal. Ich will das gar nicht hören. Denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Es interessiert mich nicht. Ja, aber Cornelius, du kannst doch nicht. Weihnachten, weißt du nicht, was da? Hey, hallo. Ich gehorche dem Wort Gottes. Durch Jesus Christus bin ich in die Freiheit eines Gläubigen geführt. Und ich gehorche hier einfältig dem Ratschlag des Paulus. Ich forsche nicht nach. Und denen, die sich an diesen Rat nicht halten und dennoch forschen, denen höre ich nicht zu. Ich nenne das Einfalt gegen Gottes Wort und ich nenne das eine heilige Ignoranz denen gegenüber, die Gottes Wort nicht akzeptieren wollen. Es interessiert mich nicht, was da damals war. Wer hat denn das Interesse, diese, ich sage es bewusst, Leichen wieder auszugraben? Wenn es so ist, dass da früher irgendwelche heidnischen Rituale praktiziert worden sind. So, von wem kommen die dann? Richtig, von Satan. Jetzt gab es aber einen Sieg des Lichtes über diese Finsternis. Diese Rituale sind nicht mehr bekannt, sie werden nicht mehr praktiziert. Wer hat jetzt ein Interesse daran, dass diese Rituale wieder bekannt werden, dass man darüber redet? Meinst du, Jesus hat ein Interesse daran? Jetzt machen sich Christen an die Arbeit und graben und wühlen danach und werden dadurch die besten Handlanger des Teufels und rennen damit los, statt dass sie mit der Botschaft Jesu rennen. Das muss man sich mal geben. Die Geburt Jesu soll man nicht feiern. Die Auferstehung Jesu, nein, nicht an Ostern. Aber sie rennen mit der Botschaft der Dämonen umher und können dir berichten, was da alles passiert ist. Leute, hallo, wacht doch mal auf. Wessen Diener seid ihr? Wessen Verkündiger seid ihr? Da kommen mir Leute, wollen mir was erzählen, boah, von Freimaurern und boah, und hast du nicht gehört, von dem und das und Jesuiten und Leute, hallo, ich will das alles gar nicht wissen. Das sind alles Themen, die in der Bibel nicht stehen. Jesus wusste alles am besten. Du, solche Sachen wurden damals auch praktiziert, zur Zeit Jesus. Es gibt heute archäologische Ausgrabungen, wo zeigen, dass hohe Priester und andere okkulte Machenschaften betrieben haben, hat Jesus jemals darüber geredet? Nein. Eben. Er bringt etwas Neues. Er bringt Licht. Er bringt die Wahrheit. Und jetzt pass auf, das ist eines der wichtigsten Sätze hier, die ich sage heute. Du musst nicht alle Lügen kennen, um die Wahrheit zu kennen. Geht dir da Licht auf? Lass doch diese ganzen Dinge weg. Du sollst nicht nachforschen. Das ist ein Ratschlag, ein gut gemeint und ein Befehl. Ich weise das alles von mir. Ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. An Weihnachten ist der beste Tag von der Schöpfungsordnung her, die Geburt Jesu zu verkündigen. Mittsommer ist, wenn ich in Harmonie mit Gottes Schöpfung verkündige, der beste Tag, um hier in Skandinavien Jesus Christus als den Gekreuzigten zu verkündigen. Und nur mal nebenher. Das machen wir jede andere Tage auch. Ich lasse mir aber eben diese zwei Tage nicht rauben. Das ist der Punkt. Ich verkündige jeden Tag Jesus, aber ich lasse es mir nicht an diesen zwei Tagen verbieten. Das ist der Punkt. Das ist die Freiheit, die ich habe. Warum soll meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Guck mal in Kolosser.
um nochmal einen Text heranzunehmen, in Kolosser 2, da haben wir das gleiche Thema. Da gab es damals schon Leute, die waren aus der Gnosis, die sind ins Christentum hineingekommen. Und die haben dann plötzlich gedacht, oh, man könnte noch geistlicher sein, als Jesus war. Und das gibt es auch heute. Ja? Meine Mutter hat mir einen guten Rat gegeben. Versuche nie heiliger zu sein, als die Bibel ist. Aber die Leute, die wollten geistlicher sein, als Jesus war. Und die haben dann gesagt, man muss gewisse Speisen meiden, man muss gewisse Feiertage halten. Und guck, so heißt das dann in Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage. Guck mal, Paulus hat noch gesagt, ey, esst doch das Götzenfleisch, forsche nicht danach. Der hatte nicht mal ein Problem mit Götzenfleisch. Heute gibt es sogar solche, die dir einreden wollen, dass du gar kein Fleisch essen sollst und dass du geistlicher wärst, wenn du das Fleisch ganz bleiben lässt. Und diese bestimmten Feiertage, und sie kommen sich so geistlich vor, sie meinen, sie haben die Erkenntnis, verstehst du? Sie meinen, sie wären etwas Besseres. Sie behandeln dich, der du Fleisch isst und vielleicht Weihnachten feierst, als Christ zweiter Klasse oder sogar dritter Klasse. Aber wie urteilt die Bibel? Leute, zurück zur Bibel. Behauptet doch nicht immer, ihr steht auf der Grundlage der Bibel, wenn ihr dagegen handelt. Guck mal, was Paulus dazu sagt in Kolosser 2. Er sagt, solche Leute sind aufgeblasen in ihrer fleischlichen Gesinnung. Er sagt, es sind Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das ist die Beurteilung des Paulus über solche Leute. Also, jetzt denk einmal nach. Jesus Christus hat uns befreit, ganz ihm zu dienen. Und genau das hat Paulus auch in diesem Text gesagt. Wenn ihr nun, sagt er in Kolosser 2,20, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Das sind genau die Satzungen. Du sollst das nicht essen. Du sollst gewisse Feiertage meiden. Er sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Also, was lasst ihr euch solche Satzungen auferlegen? Die Heiden haben, oder dies oder jenes. Leute, ich möchte schließen mit einem Vers aus Galater. Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Was ist ein Joch? Guck, damals gab es ja keine Autos, ne? Da hat man zum Beispiel einen Karren oder einen Pflug gezogen mit Tieren. Und die hat man befestigt an einem Joch, das wurde um den Hals gelegt. Und da waren meistens zwei Tiere nebeneinander. Und das ist genau das Bild, was Paulus hier gebraucht. Hier ist zum Beispiel einer, der zieht einen Mistkarren, der ist ans Joch gespannt, aber der sucht noch einen, der mit ihm zieht. Und deswegen sagt Paulus, eigentlich ein lustiges Bild, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Lass dich doch von denen nicht einspannen, die da am Joch der Knechtschaft an diesem Mistkarren der Religion ziehen. Wo es immer enger wird und keine Freude mehr ist und keine Freiheit ist und wo man eingeengt wird und strenger, enger und strenger und enger und strenger und enger und strenger. Versteht ihr das? Das ist genau dieses Pharisäertum, wo man sogar den Zehnten von Kümmel und Salz und Minze verzehntet hat. Man hat sich immer enger und strenger, aber die Liebe, Barmherzigkeit und die Freiheit und Weisheit, wo ist die geblieben? Völlig auf der Strecke. Ist das nicht verrückt? Statt dass man sich freut, dass diese ganzen heidnischen Feste nicht mehr gefeiert werden. Keiner kennt die, keiner ist daran interessiert. Statt dass man sich freut, dass Jesus verkündigt wird, dass Menschen Jesus Christus lieben, diese Wahrheit verkündigen. Nee, schießt man quer.
hast, weißt du nicht, heidnische Feste. Und dann wird mir vorgeworfen, Cornelius, du bist ein Götzendiener. Ja, hallo, hallo? Leute, uns ist doch völlig klar, es ist ein Abfall. Es gibt Fehlentwicklungen in den Kirchen. Viele feiern überhaupt gar nicht mehr Jesus. Weihnachtsmarkt, was hat das doch mit Jesus zu tun? Und trotzdem, guck mal, da kommen Leute, boah, der Weihnachtsbaum. Hey, weißt du, was ich dir sage? Ich sage das mit dem Schmunzeln. Den Baum hat auch Jesus geschaffen. Ich könnte mir auch einen Birnbaum reinstellen, einen Apfelbaum. Hey, ich lasse mir doch den Baum nicht stehlen. Regenbogenthema. Wenn meine Kinder in die Bibel hineingucken, in die Kinderbibel, und dort den Regenbogen sehen, soll ich ihnen dann sagen, boah, schlimmes Zeichen. Nein, es ist das Zeichen für Gottes Bund und ich lasse mir den nicht rauben. Satan versucht, alles zu rauben. Wir sollten deshalb extra die Wahrheiten der Bibel betonen. Ich lasse mir das nicht rauben. Ich war mal in einem Motorradclub früher, da sind die dort alle Harley gefahren und ich hatte nur eine Suzuki. Da hat mir einer verächtlich gesagt, Japaner fährt keiner. Man könnte mal denken, oh je, guck mal, wir werden verachtet, weil wir keine Harley haben. Wir sollten uns lieber eine Harley kaufen, damit man uns mehr achtet. Hey, hallo, wach doch auf. Wo ist der Freimut? Wo ist die Freiheit? Ich habe mich vor dem hingestellt und habe gesagt, oh, das nächste Mal komme ich mit einer Vespa, damit du kapierst, dass es uns überhaupt nicht um die Motorräder geht. Gott beurteilt den Menschen nicht nach der Maschine. Wo ist die Freiheit, zu der Christus uns geführt hat? Ich lasse mich doch nicht berauben vom Teufel. Sondern jetzt erst recht. Guckt, unsere Kinder, die sehen draußen einen beleuchteten Tannenbaum und strahlen übers ganze Gesicht, sind fasziniert über das Licht. Oh, soll ich jetzt sagen, boah, nein, schlecht, böse. Ich habe die Möglichkeit, ihnen jetzt was Gutes zu sagen. Ich habe die Möglichkeit, ihnen zu sagen, hey, bald feiern wir, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Das Licht in diese Finsternis. Hier ist es dunkel draußen. Guck mal, wir haben jetzt kurz nach drei. Hier ist es stockdunkel. Wie schön, wenn es hier leuchtet, wenn hier Licht ist. Leute, ich lasse mir das doch nicht rauben. Geschenke, schlecht, Geschenke, Konsum. Hallo, was hat denn Jesus bekommen als Baby? Da kamen Leute und haben Geschenke gebracht, sogar Gold. Oh ja, wäre froh, wenn ich welche kriege, solche Goldbarren. Weihrauch, Myrrhe, da wurden Geschenke gebracht. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Hier haben wir die Gelegenheit, unseren Kindern das beizubringen. Es ist doch wunderbar, diesen Prozess mit ihnen zu gehen. Momentan wollen sie nur haben, sie wollen nur haben. Leute, ich war genauso, wo ich klein war. Wollte haben. Aber ist das nicht toll, dass, als wir die Geschenke bekommen hatten, da haben wir uns Zeit genommen für die Botschaft der Bibel. Später haben wir dann auch die Botschaft davor gehört und sie wurde uns wichtiger und wichtiger. Und weißt du was? Heute, ich brauche keine Geschenke mehr auspacken. Ich freue mich an Jesus Christus, der mir das Heil geschenkt hat. Aber das ist der Weg, wie man unsere Kinder ranführt. Das ist der Weg, wie auch Paulus sich benommen hat zu dieser Gesellschaft. Zurück zu unserer Gesellschaft. Studien beweisen, dass in der Weihnachtszeit die Menschen am empfänglichsten sind für Gottes Wort, sich einladen lassen und so weiter. Auch an der Weihnachtszeit sind die meisten Selbstmorde, weil Leute diese Einsamkeit viel intensiver erleben. Ist da nicht ein Auftrag, ist da nicht eine Chance? Wir müssen doch die Eisen schmieden, solange sie heiß sind. Also was soll dann dieses Querschießen, boah, hier heidnisches Fest und so weiter? Ich sage es jetzt ganz scharf als Abschluss. Hier sollte sich jeder hinterfragen, wessen Botschafter ist. Worüber redest du denn mehr? Ich habe Leute kennengelernt, die konnten überhaupt nicht mehr über Jesus reden. Die konnten nur über diese heidnischen Feste reden. Andere, die können über Jesuiten, über Freimaurer, über Ernährungswahn, über irgendwelche Sachen reden, von denen ich in der Bibel nie was gelesen habe. Was die alles wissen und an Erkenntnisse haben, die sitzen alle unter dem Baum der Erkenntnis. Aber da ist keine Freude, da ist kein Frieden. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was soll ich unsere Kinder zu griesgrämigen Menschen erziehen? Ah, Weihnachtsbaum, ah, Geschenke, alles schlecht. Leute, macht's wie Paulus. Es sind Menschen da draußen, die nach Gott suchen, ladet sie ein. Ich kann euch nur von Herzen raten, feiert Jesus Christus, feiert die Geburt Gottes auf dieser Welt, feiert die Auferstehung,
feiert die Kreuzigung, feiert es, wann es möglich ist, ja, aber lasst euch auch diese Tage nicht rauben. Und seht zu, dass Satan mit seinen heidnischen Festen nicht diese Feste zurückkapert durch solche Pseudochristen, die nichts anderes zu tun haben, als ständig diese alten Feste auszugraben und diese Botschaft zu verkündigen. Ich kann euch nur raten, am Schluss mit dem Rat des Paulus und dem Befehl, forscht nicht danach. Und den Leuten, die euch damit vollquatschen wollen, egal wie wichtig sie sich tun, hört ihnen nicht zu, weist sie ab. Sie stehen in Wahrheit nur da mit dem Joch und wollen euch vor dem Mistkarren ihrer Religion spannen. Enger und strenger, enger und strenger, enger und strenger. Guckt mal in deren Leben, ob sie glücklich sind. Guckt mal in deren Leben, ob sie wirklich Menschen für Jesus erreichen und sie die Freiheit eines glücklichen Christen führen können. Leute, macht die Augen auf. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit.